Und herzlich willkommen hier wieder zurück im Landwirtschaftssimulator 2019 auf der Südhämmern. Und wir sind noch immer dabei, unsere Gruber-Mission hier zu vollenden. Das werden wir jetzt auch noch alles schnell selbst machen. Und dann müssen wir gucken, dass wir unserem Drescher einen Abfahrer besorgen. Das würde dann auch hier unser Fendt machen. Hier sind nur kurze Bahnen. Das ist blöd. Das habe ich jetzt so gar nicht gesehen. Ja, wie machen wir das dann jetzt? Immer hier rückwärts fahren. Aha, nicht auf die Straße. So, hier runter. Oder ja, guck mal, so geht das doch auch. Dann machen wir erst hier das mit den kurzen Bähnchen und dann geht's weiter rüber. So, hoch das Maschinchen und wieder weiter. Das war nicht so elegant, aber ja, das kriegen wir jetzt mit der nächsten Bahn alles problemlos hin. So, komm. So, jetzt können wir wieder die langen Bahnen durchziehen hier. Eigentlich so langsam, aber sicher. Ja, 81%. Ja, wir kommen zu einem Ende. Und die nächste Bahn. Oh, Autos. Ja, da muss man Acht geben, dass man da nicht noch einen Unfall baut. Könnte teuer werden. So, mal gucken.
20, ja. Das wird eine Minute noch, schätze ich mal. Dann dürften wir durch sein. Wobei es, na klar, jetzt schon wieder mit dem Wenden ein bisschen eng wird. Wir sind ein guter Bauer, wir können das. Lohndienstleistung abgeschlossen. Danke. So, jetzt geht es dann rüber zum Hof. Wir holen uns den Anhänger und fahren erstmal den Drescher abtanken, damit der eben auch weitermachen kann. Und dann könnten wir eigentlich mit dem Traktor hier anfangen, schon den Tabak anzusehen. Das geht ja, wenn ich richtig weiß, mit der Einzelkorn-Sämaschine. Das heißt, das muss ich gleich nochmal gucken, weil die steht ja im Moment noch ungenutzt am Hof rum. Das heißt, da könnten wir dann runter auf die 17 fahren und den, da wo schon gepflügt ist, dann einfach schon mal lossäen. So, das heißt, wir stellen die erstmal einfach mal abstellen. So, dann brauchen wir den guten Anhänger hier. Und den können wir dann einfach unten auf dem Feld stehen lassen beim Drescher. Dann müssen wir halt den Drescher, wenn er wieder voll ist, zum Anhänger fahren. Aber das macht ja auch nicht so große Probleme. Auch noch, ja, richtig rum, so wie das aussieht. Das ist ja noch besser. Ah, nicht so schnell, nicht so schnell um die Kurve. So. Das heißt, wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken. Garage. Mit der sind wir unterwegs. Die macht aber... Hä? Ach nee. Doch. Ah. Ich kann Hopfen und Tabak mit beiden ansehen. Das ist ja noch besser. Das heißt, da kann die weiter den Hafer machen. Und wir können hier... Wir können Dings machen. Tabak. So, wie lange brauchst du noch hier zum Leerwerden? Ja, dann einmal. Nein, nicht hier rein, in den da. Maschine war ja hier, genau. Fast. So.
dann, ach, die hat auch noch Düngefunktion, das ist ja noch besser. Das heißt, da wir ja gedüngt haben, gepflügt und dann jetzt mit der Maschine drüber, müssten wir, ja, wieso macht er das jetzt nicht? Wie war das? Hallo. Jetzt kann ich hier bestimmt. Nee. Ach, wieso mache ich das eh hier? Ich habe doch Dünger und Saatgut noch rumstehen. Ah, Mann. Aber wieso hat der jetzt keinen Dünger aufgeladen? Kann mir das jemand sagen? Gucken wir mal, was passiert, wenn wir hier an die Big Packs ranfahren. Geht. Gut, dann gucken wir mal, dass wir erstmal hier einsteigen. Und wir brauchen Sonnenblumen, Soja, Zucker, Baumwolle, Karotte, Zwiebel, Hopfen, Tabak. Ja. Kann ich die noch ausklappen? Oder ist das schon die komplette Breite? Mal gucken. Saat wählen, haben wir entladen, Abdeckung schließen, senken. Ne? Scheint wohl dann die Breite zu sein. Gut. Senken. Anschalten. Mal gucken, dass wir mit Spurreiser arbeiten. Also bei, brauchen wir eigentlich nicht bei der doch geringen Arbeitsbreite ist das nicht so wichtig. Der Drescher ist erst bei 55%, das heißt, da haben wir noch ein bisschen Spielraum, bis wir da wieder hin müssen. Ich bin wirklich mal gespannt, wie der Ertrag hier von Tabak nachher ist. Ob das wirklich was Sinnvolles wird oder ob wir dann wieder auf andere Fruchtarten gehen. Wir müssen es einfach ausprobieren. Ja. So, machen wir mal den Tempomat rein, da kann man ein bisschen entspannter fahren. So, wir werden jetzt aber mal den Helfer reinhauen, weil wir müssen mal gucken. Ja, der Drescher ist fast voll. Ja, da kümmern wir uns gleich drum. Wie weit bist du denn eigentlich? Ach, sehe ich das richtig, dass hier Unkraut kommt? Schöne Sache. Unkraut liebe ich. So, du machst dein Ding. Gut, dann würde ich sagen,
Gucken wir mal, dass wir hier noch das die Bahn hier zu Ende bekommen. Und dann fahren wir mal schnell abbunkern. So. Gut, während der hier macht, können wir ja mal die Gruber-Mission abschließen. Gut, 589, das ist jetzt nicht wirklich weltbewegend. Aber wir können gucken, wir könnten Feld 33, das ist dann direkt hier unten dran, das könnten wir gleich mitnehmen. Ja, das machen wir. Feld 32. Ah, das ist groß. Aber es bringt Geld. Machen wir auch. Die 34 ist Baumwolle. Nee, danke. Pflügen. Die 18 wäre zu grubbern. 18 müsste ja irgendwo... wo ist die 18? Ja, die 18, nee, die ist zu groß, um mit unserem kleinen Ding was zu machen. Sehen, pflügen, grubbern die 40. Na, wenn man da schon so ein Ding bekommt, dann muss da... Ja, nee. Das lassen wir mal. 38 wäre Mais, Kartoffeln. Na gut, wir haben jetzt erstmal was aufgenommen. So. Da müssen wir mal eins nach dem anderen abarbeiten. Und vor allem muss ich gucken, dass die Sämaschine mit dem Tabak nicht zu schnell ist und dem Flug in die Quere kommt. Das wäre nicht so gut. So, gut, du kannst weitermachen. Das ist der. Na, noch geht es, noch geht das. So, dann können wir mal noch gucken, was denn unsere Tiere machen. Ja, das ist immer noch die Sauberkeit. Ich wollte das, ich weiß nicht, wie lange ich das schon machen wollte. Ah, ja, kommt. Ja, Hafer brauchen wir, Heu müssen wir kaufen, haben wir gesagt, das machen wir auch. Ja, und sonst geht es den Tieren ja auch erstmal ganz gut, so wie es aussieht. Ja, mal gucken. Der ist auch schon, ja, über die Hälfte, würde ich mal sagen. Ja, das dauert auch noch. Oh, es läuft. Kann man nicht anders sagen. So. Gucken wir. Nein. Ich will doch nur zum Pferdestall. Wie geht's euch denn? Hallo? Bleibst du mal stehen? Ist eh keine Zeit mehr. Ich dachte, ich reite mal noch eine Runde. Ach, da ist einer nicht gestriegelt, der gute Winston. Ein hellbrauner mit einer blonden Mähne. Bist du Winston? Nee, das ist Ulysses. Du? So, guck mal, dann striegeln wir dich noch zum Abschluss. So, und damit sind wir dann aber auch fertig für heute. Morgen geht es dann weiter hier. Da gucken wir mal, was wir noch so alles treiben werden. Bis dahin, macht's gut und schaltet wieder ein. Bis dann.